Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und heute habe ich für euch einen Money Glitch, der ziemlich simpel ist und ihr könnt ziemlich viel Geld in wenigen Minuten machen. Wichtig ist hierbei, ihr startet eine Online-Sitzung. Bei mir ist es auf jeden Fall auf dem PC. Ihr seht schon unten, ich habe euch das mal im Fenstermodus gestartet, damit ihr seht, wann das Internet aus ist und wann es wieder an ist. Ich sage es aber auch nochmal, wichtig ist, dass ihr eine Online-Sitzung startet und ein bisschen Cash auf dem Konto habt und dann sollte das schon funktionieren. Wir kommen dann in die Online-Sitzung rein und dann erzähle ich euch gleich was Schritt für Schritt, was ihr machen müsst. Wichtig ist, dass ihr genau aufpasst. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, folgt mir doch auf Instagram und schreibt mich da an. Ich kann euch da bestimmt weiterhelfen. Ihr seht jetzt, ich bin unten noch verbunden mit dem Internet. Mein PC ist mal wieder ein bisschen langsam heute. Ah, jetzt. So. Wir gehen dann quasi aus der Garage raus, wenn wir hier gleich sind. Ja, wir sehen mein Kontostand, 3,7 glaube ich war das. Gehen dann raus und müssen dann unser Internet kappen, also LAN-Stecker rausziehen, auf Xbox oder PlayStation einfach offline gehen. Das könnt ihr in den Einstellungen machen. Das geht bei jeder Methode, PC, PlayStation oder Xbox. Wichtig ist, dass wir jetzt halt den LAN-Stecker halt für den PC rausziehen. Ihr seht unten kein Internet mehr. Dann warten wir, bis wir eine Fehlermeldung bekommen. Wichtig ist, ihr müsst diese Fehlermeldung abwarten. Also nicht jetzt einfach irgendwas drücken, sondern wartet, bis ihr die Fehlermeldung bekommt. Also das, ihr werdet quasi aus dem Internet rausgeschmissen, aus der Online-Sitzung und landet gleich im Menü. Und müsst halt abwarten. Und hier, da ist die Fehlermeldung gewesen. Und dann gehen wir auf Solo spielen. Wenn wir dann auf Solo spielen gehen, ist es jetzt wichtig, dass wir das gleiche nochmal machen und dann nochmal machen. Aber ich erkläre euch das genau. Wir sind ja momentan noch offline. Müssen kurz warten, bis mein PC hier wieder in die Puschen kommt. Der braucht mal wieder ein bisschen. Ja, falls ihr irgendwie noch Fragen habt, schreibt es auch sonst in die Kommentare. Keine Ahnung. Ich versuche das immer zu beantworten, wenn ich Zeit habe. Ich freue mich natürlich auch, wenn euch das Video gefällt und hier ein Like oder ein Abo da lasst. Das hilft mir sehr weiter. Was wir jetzt machen, ist rausgehen. Wir sind immer noch offline. Wenn wir draußen angelangt sind, stecken wir den LAN-Stecker wieder rein. Ihr geht auf der PlayStation oder auf der Xbox einfach wieder online in den Einstellungen. So. Jetzt wird der LAN-Stecker reingesteckt. Ihr seht schon unten, LAN ist wieder drin. Und drücken auf Online gehen. Das kann ein bisschen dauern. So, da wird jetzt das synchronisiert. Und dann sollten wir auch wieder online sein. So. Das Ganze müssen wir jetzt nochmal machen. Wir ziehen den Internetstecker. Oder ihr geht wieder offline. Und dann warten wir, bis wir eine Fehlermeldung bekommen in-game. Sollte gleich ein Fenster aufploppen. Aber unbedingt bis dahin warten. Nicht vorher den anderen Schritt machen. Also ihr müsst unbedingt warten, bis ihr quasi auf OK drücken müsst. Sehr, sehr wichtig, weil sonst funktioniert das nicht. Ja, wenn ihr das Ganze gemacht habt oder beziehungsweise macht, warten wir noch ein bisschen. Wichtig ist, dass ihr nicht übertreibt, weil ab 60 Fahrzeugen oder so funktioniert es nicht. Hier bekommen wir die Fehlermeldung, drücken auf OK und dann gehen wir wieder online. Wichtig, wir gehen wieder online, stecken den LAN-Stecker rein. So, ihr seht unten, LAN-Stecker ist drin, dann fahren wir zum, achso, wir gehen nochmal auf online gehen. Ganz vergessen. Auf online gehen, kurz warten und dann fahren wir zum Autohändler und dann können wir auch unsere Fahrzeuge kaufen. Wichtig ist, dass ihr nicht übertreibt mit den Fahrzeugen. Also übertreibt nicht mit 60 Fahrzeugen, weil so viel Geld könnt ihr am Ende sowieso nicht ausgeben. Wichtig hierbei ist halt jetzt, dass wir dorthin fahren und dann zeige ich euch, wie das alles funktioniert. Und das kann man, wie gesagt, nur einmal machen. Wenn ihr das jetzt sagt, okay, ihr macht das morgen nochmal, dann ist euer Geld wieder weg. Also das ist immer, macht es einmal, so viel Geld ihr braucht halt. Also macht es nur einmal, sagt, macht, keine Ahnung, 20 Millionen oder so.
Aber ich würde nicht unbedingt übertreiben, weil irgendwann ist dann ein Bug und dann könnt ihr nur noch Solo spielen. So, dann suchen wir uns mal das teuerste Auto raus, was wir hier kaufen können. Ich glaube, das ist der McLaren GTR. Ja. 2, Dings. So, wichtig ist, dass ihr da auf Kaufen drückt und dann auf Wagen direkt fahren. So, und jetzt fahren wir durch den Blitzer, müssen den ersten Stern erreichen. So. Und seht, wieder 3 Millionen. Wir haben eben 2 Millionen ausgegeben. Wir haben das Geld wieder erhalten. So, und das können wir die ganze Zeit jetzt machen. Wenn das bei euch nicht so ist, dann müsst ihr unbedingt alles nochmal wiederholen. Also nochmal der Anleitung folgen, etc. Wir kaufen uns jetzt hier nochmal den McLaren. Wir wollen jetzt am Ende, denke ich mal, so 7.000 bis 10.000, 7 bis 10 Millionen haben. Ich zeige euch das aber auch gleich alles. Wir kaufen den wieder, sagen, wir möchten ihn direkt verwenden und fahren wieder durch den Blitzer. Ihr seht, 1, irgendwas Millionen haben wir. Und wenn wir da durchfahren, haben wir wieder unsere 3 Millionen. So resettet ihr quasi euren Kontostand und dupliziert das Fahrzeug. Und das könnt ihr sozusagen so oft machen, wie ihr wollt. Wichtig ist halt, dass ihr nicht übertreibt. Es ist verlockend, aber ich würde nicht unbedingt übertreiben. Weil irgendwann ist halt ein Bug da und ihr könnt nicht mehr online spielen. Macht keine Ahnung, holt euch den 10-mal oder 20-mal, aber auf gar keinen Fall irgendwie 40, 50-mal. So viel Geld könnt ihr sowieso nicht ausgeben. Wenn ihr das alles gemacht habt, um das alles zu speichern, müssen wir dann quasi das Spiel einmal schließen. Also ich mache das jetzt hier nochmal. Müssen wir das Spiel einfach schließen. In meinem Fall PC alte 4, ihr kennt's. Einfachste Methode, bei PlayStation könnt ihr einfach im Hintergrund oder bei der Xbox das Spiel beenden. Einfach das Spiel beenden. Nicht irgendwie irgendwie aus der Lobby gehen oder so. Einfach beenden. Ich weiß nicht, wie das auf der Xbox aussieht, aber ihr wisst bestimmt schon als Xbox-Spieler, wie das funktioniert. Geht dafür halt einfach raus beim PC. Einfach Alt F4 drücken. Und dann startet ihr das Spiel quasi wieder neu. Und ihr bekommt dann sozusagen eine Meldung. Die zeige ich euch aber auch genau. Da ist es wichtig, dass ihr auf Ja drückt. Da steht dann, wollt ihr die lokalen Daten überschreiben oder beziehungsweise übernehmen, weil da stimmt irgendwas nicht mit der lokalen Daten und mit den Online-Daten. Und die wollen halt die aus dem Lokalen übernehmen. Dann können wir jetzt hier einfach auf Alt F4 drücken oder auf der Xbox Play sie einfach beenden drücken und dann sollte das Spiel schon schließen. Einfach Alt F4. A few moments later. So, ihr startet das Game neu, wartet dann ab, bis ihr geladen habt. Ihr könnt im Online oder im Online wieder Modus starten und dann solltet ihr gleich eine Benachrichtigung bekommen. Jetzt werden die ganzen Sachen benachrichtigt. Die Fehlermeldung ist egal, drückt ihr auf OK. Und hier ist wichtig, da drücken wir Ja, dass der lokale Stand synchronisiert wird. Und dann können wir wieder online spielen. So, ich zeige euch jetzt gleich, wie ihr euer Geld bekommt. Weil jetzt habt ihr die ganzen Karren gekauft. Aber ihr müsst noch die ganzen Karren verkaufen. Und da ist wichtig, dass ihr die einfach in der Garage verkauft. Ich zeige euch, wie ihr das macht. Das könnt ihr, wie gesagt, so oft machen, wie ihr wollt. Aber wichtig ist, den Glitch selber kann man nur einmal machen. Also, wenn ihr das jetzt nochmal macht, irgendwie nächste Woche, morgen, keine Ahnung, dann resettet sich euer Geld. Das heißt, dieses Geld, was ihr jetzt mit den verkauften McLarens macht, ist dann weg. Und deswegen macht euch einmal eure Wunschsumme und dann lasst das. Also es macht nur einmal Sinn, das Video quasi zu gucken oder die Methode zu machen und dann lasst das. Was wir jetzt hier machen können, wir sehen schon, wir haben mehr Fahrzeuge in der Garage. Wir gehen auf Präsentationsraum, Wagen wechseln, dann suchen wir uns den McLaren raus, den wir verkaufen wollen. In dem Fall wollen wir den hier verkaufen, der andere ist nämlich getuned. Und dann gehen wir auf Wagen verkaufen. Ja, da haben wir das Cash. Wenn es mal im echten Leben so gehen würde, ne? So, dann tauschen wir wieder ein Fahrzeug, suchen uns noch einen McLaren raus. Da sehen wir schon drei gelbe Schönheiten.
verkaufen den wieder. Das machen wir die ganze Zeit so. Wenn ihr jetzt 10 Stück habt, 20 Stück habt, macht ihr das so lang, bis ihr die verkauft haben wollt. Könnt euch einen auch aufsparen, wenn ihr den selber fahren wollt und tunen wollt. Ist ein ganz nettes Auto, kann ich empfehlen. So. Wir sehen schon, das Geld geht hoch. Wir sind bei 5 Millionen. Was will man mehr, ne? Was will man mehr? So, 7 Millionen. Wir haben noch den einen in der Dings. Den verkaufe ich noch nicht. Den brauche ich vielleicht nachher noch. Ich will einmal mit dem Motor irgendwas probieren. Ja, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr alles nach der Reihenfolge macht. Schaut das Video gerne sonst nochmal, falls ihr das nicht verstanden habt. Macht es Schritt für Schritt. Falls ihr das Geld nicht wiederbekommen solltet nach dem Blitzer, fangt einfach von vorne nochmal an. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, falls ihr Fragen habt, kommentiert, liked oder lasst ein Abo da, falls ihr noch mehr sehen wollt, würde mich freuen. Ja, ich wünsche euch was, noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.